Ganz kurz bevor das heutige Video dann schlussendlich losgeht. Leider hat sich wieder ein kleiner Tonfehler eingeschlichen. Diesmal klingt meine Stimme zwar ganz normal, aber es knackt leider so ein bisschen. Ich kann das leider im Nachhinein jetzt nicht mehr hinausarbeiten. Ich hoffe, in den nächsten Folgen wird es besser. Und nun viel Spaß mit dem heutigen Video. Hallo meine sehr verehrten Damen und Herren und willkommen zu einer weiteren Folge von Minecraft Namenlos. Ja, heute mal mit Facecam habe ich mir gedacht. Wir probieren das jetzt mal aus. Wenn es gut geht, wird das vielleicht öfter kommen. Ja, in der letzten Folge haben wir uns ja auf die Reise gemacht, um einen Tintenfisch zu suchen. Also ich habe zwar ein Meer gefunden, aber irgendwie sind da keine Tintenfische drinnen. Und ich weiß leider auch nicht, warum. Aber dafür habe ich das hier gefunden. Ich habe so ein cooles Biom gefunden mit so Ton. Und glücklicherweise sind ja auch Kakteen drinnen. Und wir brauchen ja sowieso den grünen Farbstoff auch. Und deswegen nehmen wir den direkt mal mit. Den Kaktus, der wird sicher noch nützlich sein. So, Timer mal schnell gestartet. Wie immer mal wieder vergessen, vorher zu starten. Ja, ich Dussel habe auch natürlich kein Essen mitgenommen. Müssen wir schauen, vielleicht kommen wir da irgendwie noch an Essen ran jetzt dann in nächster Zeit. Aber ja, gut. Was ich noch gefunden habe, während ich so durch die Gegend geflogen bin und den Ozean so ein bisschen nach Tintenfischen abgesucht habe, das hier, schaue ich das mal an. Das ist ein riesen fetter Krater mit einem Meteoriten drin. Und das Ganze ist von Applied Energistics, wo wir dann auch das ME-System craften können. Und das ist so ein System, womit man dann Items quasi digitalisieren kann und dann auf so Festplatten speichern kann. Und das erleichtert einem die Suche nach Items immens, weil man nicht dauernd so Kisten benutzen muss. Und hier haben wir auch schon das erste, nämlich brauchen wir solche Inscriber Press Zeugs, Dingens, Schablonen, genau. Schablonen ist der Name dafür. Denn mit denen müssen wir dann gewisse Schaltkreise herstellen, damit wir überhaupt erstmal den Kern von dem ME-System craften können. Oh, ich kann ja einfach rausfliegen, fällt mir gerade ein. Und hier haben wir auch diverse Erze. Golderz ist mir direkt mal ins Auge gestochen. Das nehmen wir auf jeden Fall mit. Das ist natürlich cool, dass es einfach so an der Oberfläche liegt. Brauchen wir uns nicht hinuntergraben. So. Ich hoffe, meine Stimme ist auch wieder halbwegs normal. Ich habe jetzt, seitdem der Fehler ein paar Mal aufgetreten ist, immer Angst, dass die Stimme wieder so verzerrt ist. Ihr wisst es schon, ich nicht. Das übliche Spiel. Denn ich nehme gerade auf und kann mir das Ganze erst im Nachhinein anhören. Warum die Stimme so verzerrt ist, weiß ich leider immer noch nicht. Jetzt hat es wieder ein paar Folgen geklappt. Jetzt habe ich Angst, dass mein Glück auch schon wieder zu Ende ist und es schon wieder nicht mehr klappt. So, ich fliege jetzt einfach mal so ein bisschen übers Meer. Wir schauen einfach nochmal so ein bisschen weiter und erkunden mal ein bisschen den Ozean. Vielleicht habe ich auch einfach nur die Tintenfische übersehen, aber ich müsste ja da hinten, also da so am Ende, irgendwie die Silhouetten oder die Schatten halt davon sehen, aber irgendwie gibt's da halt nichts. Ich brauche aber halt diesen blöden schwarzen Farbstoff, also den Inksack von den Tintenfischen. Das ist das Problem. Weil wir wollten uns ja die Farbblume craften. Und da wäre das ganz nützlich. Sind das Haie oder Delfine? Ich tippe mal auf Haie. Das ist ein Hai, ja. Okay, der wird sicher auch nicht gut sein. Also nicht freundlich. Mit dem lege ich mich jetzt mal lieber nicht an. So, schauen wir einfach mal weiter. Vielleicht finden wir ja irgendwo noch was Tintenfischartiges. Vielleicht habe ich auch einfach noch nicht lange genug gesucht oder keine Ahnung, was da los ist. Aber es will halt auch irgendwie kein Tintenfisch spawnen. Und wir unter der Minimap sehen könnt, wir sind derzeit im Kelp Forest, aber gerade vorher waren wir noch im Deep Ocean und Ocean und da sollten ja eigentlich die Tintenfische spawnen. Naja.
Ich weiß nicht. Keine Ahnung, was ich falsch mache, aber irgendwie wollen sie nicht spawnen, die Tintenfische. Ja, keine Ahnung, woran das liegt. So. Ja, wie ihr bis sicher schon bemerkt habt, habe ich schon etwas länger keinen Subnautica mehr hochgeladen. Das liegt einfach daran, dass ich mir mit diesen Videos einfach mehr Mühe geben will und die nicht so schnell aufgenommen sind und ich derzeit eher weniger Zeit habe. Deswegen kommt Subnautica vielleicht mal in den nächsten Tagen wieder. Vielleicht habe ich in nächster Zeit wieder etwas mehr Zeit, aber ja, mal schauen. Ach, was haben wir da? Ist das ein Nashorn? Ja. Okay. Ja, da werden sie jetzt auch nicht mehr spawnen. Das ärgert mich halt echt, dass wir nirgendwo Tintenfische finden. Und ich habe auch schon in der Config nachgeschaut. Eigentlich müssten sie spawnen können. Also sie sind nicht irgendwie deaktiviert oder so, so dass sie nicht spawnen könnten. Es ist mir ein Rätsel, warum das so ist. Naja. Oh. Sind Rochen. Manta-Rochen. Schätze ich mal, dass es Manta-Rochen sind, keine Ahnung. Es sind auf jeden Fall Rochen. Oh. Hallo, seid ihr böse? Nein. Okay. Hier haben wir auch wieder schon wieder ein Ozeanbiom, also ein Ocean Biom, aber weit und breit keine Tintenfische. Das darf doch nicht wahr sein. Ach komm schon. Bitte. Spawnt doch. Ist generell irgendwie wenig Fische oder so unter Wasser. Ja, ich muss schauen, vielleicht kann ich die Spawnrate von den Tintenfischen ein bisschen in die Höhe treiben. Vielleicht wurde die auch durch irgendwas gehemmt oder sowas. Aber ich hätte jetzt nichts gefunden eigentlich. Oh, und hier haben wir ein Tundra-Biom, schätze ich mal. Weiß ich nicht genau. So. Fliegen wir halt noch ein bisschen herum. Ich weiß, das ist wieder eher langweilig, aber gehört halt auch irgendwie dazu. Ach, kommt schon. Das darf so nicht wahr sein. Tintenfische, bitte. Ihr seid doch sonst immer überall. Jetzt nirgends. Mann. Bitte, bitte. Ja, wäre cool, wenn wir auch so einen Kometen noch finden würden. Weil die brauchen wir ja früher oder später auch. Weil ich habe schon vor, das ME-System zu craften. Weil es halt super praktisch ist, wenn du nicht mehr alles in den Kisten suchen musst. Und nicht mehr manuell die Ordnung halten musst in den Kisten. Und das ist halt der Grund, warum ich mir das ME-System schon ganz gern gecraftet hätte. Ah, haha. Wenn man davon spricht, hier haben wir noch einen Kometen. Also ich glaube, es gibt 4 verschiedene Arten von diesen Schablonen. Oder, oh, da haben wir gleich 2 Kometen. Wie geil ist das denn? Also Meteoriten eigentlich. Oh, das ist natürlich nice. Also, ich weiß nicht, ob das ein Komet ist, oder, also ein Meteorit oder nicht. Aber scheint jetzt mal nicht so. Okay. Da müssen wir in die Mitte. Oh, und hier haben wir Inferium. Das nehmen wir auf jeden Fall mal mit. So. Oh, 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 oh. Schnell ins Wasser, schnell ins Wasser. Ich will nicht verbrennen. Komm, 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 bitte. Ah, danke. Oh, ach Gott, das war knapp. Halleluja. Aber ich könnte mir da mal... Oh, die schöne Nordlichter schon wieder. Ich liebe sie einfach. So, ich kann mir da mal schnell ein bisschen Wasser schnappen. Und schauen, dass die ganze Lava da verschwindet. Weil die ist halt echt ungut. So. Schauen wir mal, wie sich das Wasser hier ausbreitet. Ja, das schaut gut aus.
Einmal ein bisschen Obsidian auch hergestellt. So, jetzt können wir uns das Ganze holen. Osmium, Inferium. Dann haben wir noch ein bisschen Inferium. So, und jetzt graben wir uns wieder in den Meteoriten rein. Und schauen, was wir rausbekommen. Habe ich eigentlich Fackeln mitgenommen? Nein, natürlich nicht. War eh klar. Platinum Nuggets, Skystorm. Da haben wir drei Pressen. Jetzt haben wir schon drei verschiedene. Okay, ich muss mal kurz schauen, ob es bei den vier geblieben ist. Das U ist falsch. Entschuldigung. Kurzer Aussetzer. So, jetzt ins... Alter. Bin ich gerade zu unfähig zum Ticken? Tippen, ja. Oh, shit. Okay. Ruhig Blut. Nun gut. Wir respawnen. Unserem kleinen, aber feinen Häuschen. Gehen nochmal schnell schlafen. Und damit würde ich sagen, war es das für diese Folge. Ich gehe zwischen den Folgen offscreen einfach mal zu unserem Todespunkt hin und versuche unsere ganzen Items zu retten. Ich hoffe, ich schaffe es rechtzeitig, aber mal schauen. Na gut, wie gesagt, das war's für diese Folge. Lasst gern mal einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Auch gerne ein Abo dalassen und nicht vergessen, die Glocke aktivieren. Das ist ganz wichtig, denn sonst bekommt ihr keine Benachrichtigungen, wenn ich ihr neues Video hochlade. In diesem Sinne, macht's gut, bis dann und ciao.